Ja, hallo in diesem Video. Ja, ihr seht, bei MG bin ich heute zu Gast, denn ich werde heute mal nach meinem Auto mal schauen lassen. Entsprechend, ich habe ja ein paar Dinge moniert und jetzt gucken wir mal, ob wir ein paar Flops nach meinem Besuch heute weniger haben und was auch MG zu anderen Dingen, die ich halt entsprechend auch schon ein bisschen reklamiert habe, natürlich auch. Was da der MG-Partner hier in Pforzheim. Ich bin hier beim Autozentrum Walter hier vor Ort und da schauen wir mal, was da rauskommt. Vielleicht wird ja das meiste, vielleicht sogar alles, soweit behoben. Schauen wir mal und ich gucke mir mal hier auch das Thema E-Gebrauchtwagen an. Schlender mal ein bisschen rum in der Zeit, wie hier das Fahrzeug in der Werkstatt ist und nehme euch natürlich mit. Viel Spaß in diesem Video. Wir gehen zusammen mal zum Fahrzeug hin und das ist noch offen. Jetzt schauen wir mal, wir haben einige Updates tatsächlich bekommen. In der Werkstatt war es drin und war jetzt tatsächlich hauptsächlich mal die Updates, denn die Unterbodenverkleidung hinten, die ist noch tatsächlich im Vorlauf zwar. Das heißt, die wurde zwar bestellt, ist aber noch nicht im Bestand im Hauptlager. Läuft aber, also das finde ich ja schon mal ganz wichtig und ganz gut, dass man da dran bleibt. Ich mache mal kurz das Gebläse weg. So, trotzdem, was ja auch wichtig war, ich beobachte jetzt mal das Ganze mit dem Thema Spurhalteassistent. Wir gucken mal bei den Einstellungen rein. So, genau, hier ist noch aufgerufen System. Das heißt, wir sehen hier auch, glaube ich, hätte jetzt noch mal vorhin schauen müssen, aber ich glaube, da ist tatsächlich eine Veränderung auch von der Software-Version entsprechend. Die MCU, die wurde nämlich auch verändert hier in der Werkstatt. Und ja, was war noch? Also es waren mehrere Punkte, glaube ich, die hier eingespielt wurden. Einmal für das Infotainment zum einen auch und auch für die Kontrolleinheit entsprechend für den Motor. Batteriemanagementsystem wurde auch aktualisiert, genau. Und auch, wie gesagt, für die Fahrassistenzsysteme gab es verschiedene Updates. Alle können die tatsächlich sogar nicht einspielen, hat er mir jetzt auch gesagt, weil es für manche Märkte halt vorgesehen ist und für manche nicht. Von der Seite macht man natürlich nicht alle Updates, nur weil das jetzt hier offen drin steht, aber die für mich wichtige Sache hier mit der Einstellung, das möchte ich jetzt mal beobachten und werde euch die nächsten Tage natürlich Feedback lassen. Ich werde natürlich dranbleiben hier bei der Sache, weil auch das Thema mit der Unterbodenverkleidung, wenn die jetzt kommt, werde ich da auch nochmal herfahren. Wenn es da was Neues gibt, auch zu anderen Bereichen, Updates etc., dann werde ich euch auf dem Laufenden natürlich halten. Ich mache mich jetzt mal weiter. Oder mach jetzt mal los und wünsche euch einen schönen Tag. Ich
merke schon, es wird sonnig. Ich wünsche auch natürlich mir, wenn euch das Video wieder mal ein paar Updates gegeben hat. Vielleicht habt ihr selber einen MG4 Standard oder auch einen MG4 generell, wie das abläuft. Hier im Servicebereich, die vergrößern auch das Ganze die nächste Zeit. Hat man mir schon gesagt, 23 jetzt, also dieses Jahr und nächstes Jahr wird es auch mehr an Ausbau hier geben. Also hier ist man zum Beispiel auch Hochvolt-Spezialist im Bereich Nissan. Deswegen auch war das jetzt ganz praktisch, auch vielleicht mit dem Thema Nissan halt auch mal zu zeigen. Hier geht man auch an Reparaturen zum Beispiel, wenn mal tatsächlich was, kommt ja nicht oft vor, aber wenn mal was vorkommt, auch mit Zellen, dann werden hier im süddeutschen Raum die umliegenden Werkstätten hier das auch hier abgeben können, weil die halt schon sehr früh geschaltet haben und haben sich hier auch ein bisschen spezialisiert. Und deswegen denke ich auch, wird es hier mit MG sehr gut klappen. Die Reaktionszeit, muss ich sagen, auch ist sehr, sehr schnell eigentlich für einen Autohersteller. Und von der Seite, ich bin jetzt mal echt gespannt, ob es jetzt auch was gebracht hat. Ich lasse euch da natürlich das wissen, wie meine Erfahrungen sind. Danke, wie gesagt. Lasst mir einen Daumen da und schaltet auch gern das nächste Mal wieder ein bei mir hier auf dem Kanal. Bis dann. Ciao.